Bremse leicht anpicken. Runterdrücken und dann hoch. So ungefähr. Ne? Wenigen Hänge, wo ich letztes Mal auch schon nicht hoch bin. Also im Vergleich zu ihm bist du langsamer gewesen. Ja, ja. Er hat also wesentlich mehr angegast. Ich bin langsam. Ja. Aber das sah also wirklich bis zu den letzten 3 Meter richtig gut aus. Also ich dachte, oh, der schraubt sich wunderbar hoch. Ich finde den Reifen genial. Vorhin auch in dem Hang was. Ne, nur was muss. Der ist da, weißt du? Der ist die Kurve gefahren. Und der Dings hat sich dahingestellt. Ich kann es ja sagen, woran es liegt. Du bist die Kurve gefahren, langsam gefahren, und du rutschst, und er hat sich ziemlich gerade schon hingestellt. Ja. Und hat hier auf dem Stück war der schon 20 Kilometer schneller als du. Ja, ja. Das ist nur das Hinstellen. Ich weiß. Frag mich doch. Ich weiß. Gibst doch gerne Tipps. Und Fußrasten belasten. Ja. Oh, Scheiße! Ja, packt, zerpackt, zerpackt! Yeah, Eddie! Ich sag grad zu ihm, weißt du, so für Pausenfüllung bist du schon gut. Ne? Oh, ja. Aber dich mitnehmen. Hat ja Benni schon ein paar Mal geschrieben, ich halt an, mach Fotos. Ja. Eddie sieht einen Berg, Eddie sieht noch einen Berg. Eddie war geht spielen. Eddie kam nicht mehr. We'll be right back.
Geschwindigkeit quer und dann so einmal um den Hinterrad rumsetzen. Weil du hast zwar jetzt gleich das Vorderrad oben, aber du stehst mit dem Hinterrad vor der Kante. Du kommst dann nicht mehr weg. Okay. Ja, deswegen ist besser ein Stück vor, dann das Vorderrad hier draufsetzen, mal eben so. Ja, Fuß auf der Hinterradbremse, Kupplung, Zug. Hinterradbremse loslassen, leicht ziehen, Vorderrad draufsetzen und dann weiter. Lang genug zugucken. Kommt das so, ja. Oder so. Du stehst natürlich ungünstiger.
wenn man kurz davor ist, wenn man bremsen kann, dann sieht man ja erstmal die Wand. Ne? Vor allem ist unten rutschig auf dem Feld. Oh, ey, das war ein geiles Gefühl, das muss ich auch nicht nochmal haben. Alles gut. Ich weiß zwar nicht, warum ich die Jacke anziehen sollte. Sicher hochkommt, ist wieder vorne sitzen, Ellenbogen raus, erster Gang, kein Lastwechsel. Da kommen wir auf sicher hoch. Wenn ein bisschen zügiger, Idealfall wäre der zweite Gang, aber dann verliert man vielleicht die Spur und dann wird alles zu hektisch. Wo würdest du jetzt hier fahren? Würdest du da mehr, wo das Geröll ist, fahren oder mehr auf der rechten Seite? Ich fahre jetzt hier zum Beispiel rechts erstmal über die dicken Steine und irgendwann in der Mitte kreuze ich dann und fahre äußerst links. Okay. Ihr seht, wie beim Hillclimbing ganz leicht über die Sitzbank hält.
ne? Also damit man die Schläge nicht immer abkriegt. Ne? Dann hast du auch, wenn du mit beiden Rasten Füße drauf hast, dann hast du wieder Druck auf der Rasten. Und dann einfach ganz gemütlich hoch. Einfach auf keinen Lastwechsel dich einlassen. Ne? Nicht diese Papp-Papp machen. Also ich bin mir sicher, wenn du nichts gesagt hättest, wärst du vielleicht gegangen. Das wird nicht so richtig klappen. Besser ist, wenn du wieder von unten anfängst. Ein bisschen zu viel. Hier noch einmal. Belasten, rechts stehen, dann kannst du das Motorrad umsetzen. Und da brauchst du gar nicht so viel Energie. Hier kommt was vom Kühler. Was jetzt halt genau ein Steiner ist. Thank you.
nach hinten und. Komm, sag ich, am letzten Stück bist du nochmal hängen geblieben, oder? Was? Am letzten Stück bist du nochmal hängen geblieben. Am letzten. Oben? Ja. Na, Eddie, wirst du langsam müde? Nein. Gib's euch zu, gib's euch zu, gib's euch zu! Das ist so, so. Eddie kann nicht mehr, Eddie hat einen Platten. Hat einen Platten. Auch der Chavez, also der geht fuselnd hoch. Fuseln. Du hast keine direkte Linie, du kannst keinen Anlauf. Du hast unten auch einen Boden und da geht es gleich in den Hang rein. Okay. Und dann halt einfach hoch paddeln. Das macht doch keinen Spaß, das ist ja ein Duo-Wandern.